Claudia, wurde ich gefragt. Ich habe schon viel von dir gehört. Du hast so viel zu sagen, aber auf der anderen Seite kann ich dir nicht mehr richtig folgen. Erstens mal, weil mir die Konzentration fehlt. Zweitens mal, weil ich manches, glaube ich, gar nicht richtig verstanden habe. Gut, es sollte zwar nicht das Hauptthema werden, aber das für viele scheinbar doch ein Thema ist, was mich im Alltag begleitet, was für euch überhaupt kein Alltag so vorstellbar ist oder sein könnte. Will ich es denn doch tun und versuchen, anhand von Beispielen den Alltag von mir zu beschreiben. Das heißt, die Einschränkungen, die sich Menschen nicht vorstellen können oder vielleicht auch gar keinen Bezug dazu haben, weil es eben kein Alltag ist. So sage ich es einfach mal. Gut, ich fange an. Ja, womit fängt man morgens an? Mit dem Aufstehen. Aufstehen fängt damit an, dass man aus dem Fenster schauen muss und gucken muss. Sind irgendwelche Autos in der Nähe an, irgendwelche LKWs in der Nähe an, die stehen und ihren Motor nicht ausgemacht haben, weil diese Abgase eben stehen in der Luft bzw. durch Aerosole natürlich auch verteilt werden. Das heißt, nichts im Anmarsch, auch die Kamine der Nachbarn sind aus, kein Rauch, keine Wäsche, die in Andermanns Garten hängt oder an der Fraus Garten hängt, die mit Weichspüler zum Beispiel oder beziehungsweise mit Duftstoffen eben behaftet ist, was auch ganz wichtig ist, da wir ungefähr nur, sag ich mal, 3 Meter geschätzt jetzt, Abstand vom Haus zur Straße haben, mit zwar Grünem dazwischen, aber eben nicht abfilternd, laufen auch gerade keine Leute dort lang. Das heißt nicht, dass ich Leute nicht mag oder scheu bin, sondern manche tragen eben Aftershave, gerade am Morgen Aftershave, Parfüm, Haarspray, was weiß ich, in Massen an sich. Und das leider nicht vom Geruch, aber doch von den Schadstoffen, die da enthalten sind, als Haftbar- und Haltbarmacher, kommen bei mir sofort an und lösen Symptome aus. Deswegen alles frei, okay. Kein Feld, was mit Pestiziden befahren wird, okay. Und schon, ja, macht die liebe Claudia das Fenster nicht nur kläffen, sondern ganz weit auf. Und stellt auch mal den Filter aus. Das heißt, das ist ein Raumfilter. Ein Raumfilter, der das Gröbste schon mal wegfiltert. Ja, das war dann das Erste. Dann geht's ab in die Küche. In der Küche wird schon mal vorbereitet, was die Nährstoffe sind, die ich zunehmen muss. Die ist leider so für mich verfügbar. Verstoffwechselnd, aber auch, weil eben Früchte und ja und Gemüse und Salate und so weiter das einfach nicht mehr in sich so tragen, dass es ausreichend wäre für mich bei den Schadstoffräubern, die ich habe. Gucke ich, welche Vitamine, welche Entgiftungen muss ich heute machen? Wo sind die Sachen individuell für den Tag, die mich durch den Tag bringen, möglichst schmerzfrei, möglichst symptomfrei? Ich setze das Kaffeewasser auf, aber bei mir geht das leider nur mit einem, ja, Spezialfilter, aus dem das Wasser kommt und nochmal aufbereitet wird, möglichst schon recht schadstoffarm. Das ist bei mir, ich möchte keine Schleichwerbung machen, aber ein Filter, der mit Kohle sozusagen. Wenn ich jetzt das richtige Wort sagen würde, wäre es zwar fachlich richtiger, aber wäre schon fast die Firma. Ein Auftischfilter. Zusätzlich habe ich noch ein Tischgerät, was es nochmal durchjagt und zusätzlich energetisiert. Okay, energetisieren, das ist eine Glaubenssache. Für mich ist da eine Wirkung zu sehen, weil ich sonst bei Wasser, ob jetzt nur zum Kochen
oder zum Trinken für Tee oder so brechen muss, aber so kann ich das Wasser benutzen. Also das heißt, einmal Schadstoff gefiltert, zum zweiten noch einmal Schadstoff gefiltert und energetisiert. Und dann kann ich das in meinen Erhitzer machen, der allerdings auch nur aus Glas bestehen kann, weil alles andere, was mit Plastik oder Metall zu tun hätte, auch schon wieder in die Hose gehen könnte. Das heißt, dementsprechend ist auch das Kochgeschirr, das Essgeschirr und so weiter ausgerichtet. Das heißt, am besten wäre natürlich, das habe ich erprobt, für jeden individuell anders von uns. Ich kann am besten von Olivenholztellern mit Olivenholz, Besteck und Becher zurechtkommen. Keramik geht allerdings auch. Die Beschichtung ist dort ja wasserfest. Ich muss allerdings darauf achten, dass es im Geschirrspüler oder in der Handwäsche parfümfrei gesäubert wird und auch Anhaftungen eben nichts mit irgendwas Chemischem möglichst zu tun hat. Ist sehr, sehr schwer, könnt ihr mir glauben. Ja, Alternativen gibt es immer in der Natur meistens zu finden. Oft, wenn man es bezugs- und vor allen Dingen auch gebrauchsfertig kaufen möchte, sehr überteuert. Schlimmerweise noch dann von Firmen, die von sich behaupten, sie wären einzig nur für uns MCS-Leute. Ja, da sehr vorsichtig im Einkauf und was die Preise angeht, moderat, das ist nicht der Fall. Ich habe festgestellt, dass genau diese Firmen und Shops sehr teuer sind. Zum Beispiel mal eine Maske für 52 €, völliger Quatsch mit Kokosfaser, prima, aber überhaupt keine Aerosole abdichtend, überhaupt nicht hygienisch. Also das ist der größte Schrott, dafür bezahle ich 56 €. Nee, also vielleicht sogar heutzutage noch mehr. Völliger Quatsch. Oder die Aussagen, nur in Amerika geht das und dann kriegt man es billiger oder nur über Amerika kann man das bekommen, ist also auch schlichtweg gelogen, weil alles, was ich benutze und was Freunde von mir, die ich sehr gut kenne und die sich mit mir absprechen, was wir benutzen, ist sehr wohl in Deutschland zu beziehen und sehr wohl auch Untersuchungen sind in Deutschland möglich. Also das sind so Fallen, die man gerne nutzt, um uns dann ja als Trittbrettfahrer sozusagen, oh, schlimm finde ich sogar dabei, muss ich dazu sagen, dass viele davon behaupten, sie wären MCS-krank, möchte ich mal im Raum stehen lassen, weil bei der Arbeit und bei dem, was man sie beobachtet, also das ist schon Hammer. Das hat nämlich schon doch mehr mit richtigem Geschäftssinn und Praktiken zu tun. Energie lasse ich da jetzt mal ganz draußen und außen vor. Ich bin auch sehr energetisch, muss das auch, fall aber im nächsten Moment zusammen. Also das gestehe ich dann den anderen auch zu. Aber dass da Geschäft und MCS beziehungsweise die Chemikalien Sensibilität, dass das da nicht verknüpft ist und nicht irgendwo hinführt, das ist also für mich schlichtweg recherchiert auch nicht Wahrheit in meinem Sinne, wie sie denn sein sollte, nämlich ehrlich und wirklich für den anderen und nicht gegen oder ausbeutend, aussaugend empfinde ich das. Forum wird auch betrieben, wird dann natürlich ganz offen und ganz professionell gefüttert mit super, super tollen Sachen und Berichten und Studien, alles klasse. Aber wer dahinter blickt, der sieht dann eben auch dort immer wieder die Lenkung durch sogenannte Freunde und Zweitaccounts, wie ich festgestellt habe, die gleichen Worte, die gleichen Menschen dahinter. Drittaccounts, dass man dann doch wieder dazu kommt, das, was es hier in Deutschland gibt oder das, was eben Konkurrenz zu diesen Firmen gibt und auch Religionen gibt, dass das Quatsch ist. Da wird man immer wieder hingewiesen drauf und wenn man da nicht mitschwimmt, kann es auch schon mal zu ganz normalen Druck kommen. Und diesen psychischen Werbemanipulationsdruck finde ich einfach fehl am Platze. Was jeder denkt und kauft und tut, ist alles sein Geschäftsgebaren, alles seins, aber es ist eben nicht meins.
Das ist eine Schwierigkeit, die einem immer begegnet, wo man sehr gut abwägen muss und am besten vor Ort das Ganze löst. Das heißt also Firmen, die man durchschaut, die man kennt, denen man vertraut, Menschen, denen man vertraut. Ja, sowas eben. So, wir waren beim Kaffee. Dann habe ich jetzt Gott sei Dank eine gebrauchte Kamera bekommen, weil geldlich, ich kann leider nicht mehr arbeiten durch all diese Dinge. Habe meinen Haushalt soweit mit meinem Mann einigermaßen schadstofffrei, können wir auch nicht alles auf einmal, weil auch da das Geld einfach fehlt und Alltagsdinge, Familie, Träume auch mal vorgehen. Da sind wir einfach nur Mensch, um zu konsequent und diszipliniert zu sein. Die Kamera ist ausgegast. Ich kann sie sozusagen riechen. Es passiert mir nichts, muss allerdings auch, das mache ich jetzt aus Sicherheitsgründen, immer wieder lüften, genauso wie hier in diesem Zimmerchen, wenn denn von draußen nichts kommt. Ansonsten eben lange Zeit den Filter laufen lassen, damit es überhaupt machbar ist. Ja, etwas auch mit Kunststoffen zu unternehmen. Nach der Morgentoilette, ach so, das ist ja auch noch wichtig. Zahnpasta ist nicht gleich Zahnpasta. Auch da muss ich aufpassen, dass kein Jod drinne ist, dass kein Aluminium drinne ist, dass kein Titanoxid drinne ist. All diese Dinge müssen beachtet werden. Möglichst Natur, das heißt, also auch der Birkensaft an einer Birke, die ich als Rinde über meine Zähne schleife, ist allemal gesünder als zum Beispiel die Zahnbürste, die ich allerdings benutze. Die lasse ich lange genug auch ausgasen, nennt man das. Genau wie das Auto bei uns künstlich ausgegast werden muss. Ein Nichtraucherauto muss es sein. Das geht gar nicht anders. Kulanterweise ist uns da, es ist ein Firmenauto. Und die Firma hat dort kulanterweise für uns als Benutzer gesagt bekommen, dass das Auto umsonst ausgebrannt wird. Also jeder, der ein Auto fährt, muss auf Materialien achten, auch Langzeit achten, ob sie noch ausgasen und inwieweit es mich angreift oder ich da schon überempfindlich reagiere. Das heißt Unverträglichkeiten oder sogar Symptome, die sich auf chronische Krankheiten mittlerweile dann schon reduziert haben. Also das ist ja die schlimmste Form. Das heißt, auch im Auto Filter, Zeolithpulver in Säckchen, von außen was kommt, abschotten, allerdings die Filterei nicht vom Auto, da darf nichts mit Sterilisations- oder Desinfektionsmittel drin sein oder Duftstoffe, keine Duftbäumchen und so weiter. Das gilt auch fürs Haus. Kein Laminat, alles, was bei Wärme oder anderen Außeneinflüssen eben ausgasen kann. Laminat ist ganz schrecklich. Rollos sind ganz, ganz schrecklich, wenn die Sonne drauf scheint, wenn es warm ist. Also da sind böse, böse Symptome bei mir dann vorhanden. Jo, dann wären wir beim Mittagessen. Meine Lieblingsbeschäftigung ist Kochen und Schnibbeln. Geht allerdings nur, wenn die Sachen wirklich, wirklich pestizidfrei sind. Das heißt, nicht in einem Laden, wo aus Hygienegründen ab einer bestimmten Quadratmeterzahl auch desinfiziert werden muss, sei es nun über die Klimaanlage oder durch Direktbespritzung ein-, zweimal im Monat. Das gleiche gilt für die Klamotten. Auch das muss gut gelüftet sein, muss gut erprobt sein, ob man denn die Kunststoffe, wenn denn welche drin sind, ob man das durchauslüften, durch langes Hängen lassen, ob man das schafft oder ob man eben auch mal wieder einen Fehlkauf hatte. Bio geht immer. Bio heißt aber in diesem Moment nicht die Biomarke. Da ist man ja auch oft verarscht. Weil gibt es Bio überhaupt noch? Aber man muss Wert drauf legen, nicht extra besprüht, extra behandelt, wie zum Beispiel Rattengift, ist ja ganz bekannt, dass man bestimmtes Rattengift nicht mehr verwenden durfte, man das dann einfach chemisch ein bisschen verändert hat. Im Grunde genommen ist es noch das gleiche Rattengift mit einer kleinen Veränderung und man hat nebenbei festgestellt, dass man das gut
für zum Beispiel Hemden nutzen kann, um die so zu präparieren, dass man sie nicht bügeln muss. Meint man, man bügelt natürlich trotzdem. Bei jeder Waschung geht davon was raus, kommt in die andere Wäsche, wie auch die Duftstoffe. Also das niemals mitwaschen. Und beim Bügeln kriegt man es dann volle Lotte ab. Dieses liebe Rattengift mit dem Bügeleisenwasser und man wundert sich, boah, anstrengend das Bügeln. Warum ist es mir ein bisschen schwindelig oder so? Das sind dann bei uns die Anzeichen, da war wieder der falsche Stoff oder irgendwas ist wieder nicht deklariert worden, weil es unterhalb der Toleranzgrenze liegt und für uns sollte gelten, nicht nur für uns Vergiftungsfolgeerkrankten, sondern für alle Menschen sollte gelten. Toleranzgrenzen sind für uns völliger Schwachsinn, weil die kleinste Menge des zu viel oder zu wenig, die kleinste Menge überhaupt in welchem Bereich auch immer messbar, ist fehl am Platz, wenn sie denn nicht mehr vertragen wird. Das erste sind Allergien, Unverträglichkeiten, Symptome von Schmerzen oder Blutungen, Ausfälle und so weiter. Und am Ende steht die chronische Krankheit, die dann noch zusätzlich mit Medikamenten behandelt wird, was natürlich ein Schuss in den Ofen ist, weil man kann das eventuell dann einigermaßen aufhalten, aber es wird immer wieder kommen, immer schlimmer werden, weil die Ursachen eben nicht behoben sind. Ursachenbehebung in diesem Fall heißt Meidung sämtlicher Schadstoffe. Wie soll man das tun? Indem man eben immer wieder das Blut untersuchen lässt. Wo lagere ich ab? Wo kann ich die Enzyme jetzt, welche sind noch so gängig, dass ich sie steuern kann, dass sie nicht überbelastet werden oder am besten gar nicht belastet werden? Welche Enzyme sind wofür zuständig? Und welche Enzyme, die eben abgestorben sind, muss ich beachten? Welche Stoffe sind das? Was darf ich gar nicht mehr zu mir nehmen? Oder wenn dann nur mit Hilfe oder Entgiftung? Oder aber ich weiß, warum mir irgendwas wehtut oder ich irgendwas nicht mehr kann. Das wären dann die Konsequenzen, wenn man leben möchte. Das ist meine Devise. Möglichst Schadstoffe meiden bringt Lebensqualität zurück. Aber individuell schauen, was ist richtig und gut für mich und nicht das, was mir XY rät, das kann für mich schon wirklich tödlich enden und das ist nicht übertrieben. Wichtig ist auch zu gucken, was ist mir im Moment wirklich Priorität im Leben. Das heißt, möchte ich jetzt leben oder möchte ich jetzt immer nur vorsichtig sein? Ich habe da einen guten Mittelweg gefunden. Ich rede und informiere darüber, habe auch jetzt dieses Medium hier gefunden, Fragen zu beantworten, ohne bedrängt zu werden, weil mir das zu viel wurde. Auch die, Entschuldigung, es fängt an zu jucken überall. Irgendwas scheint hier nicht richtig zu sein, aber das zeigt auch schon wieder, Symptome im Kleinsten haben halt auch immer irgendwas zu sagen. Man kann das mal übergehen. Man darf auch nicht empfindlich sein, weil wenn es kalt ist, dann friert man. Aber Entschuldigung, wenn es bei 30 Grad im Sonnenschein plötzlich einem eisekalt wird und man nicht mehr aufhört zu frieren und alles kalt ist, dann sollte man das schon beachten. Oder wenn der Froppen im Ohr Dreck ist, sollte man es waschen. Wenn er nicht rausgeht, sollte man mal zum Arzt gehen. Wenn der absolut nicht ist, weiß ich, es sind die Sinnesorgane wieder mal, die verrückt spielen. Und die kommen und gehen und mit der Entgiftung und dem biochemischen Aufbau dann immer wieder korrekt sind. Wobei vieles natürlich auch schon leider irreversibel kaputt ist. Das muss ich auch sagen, weil ich es nicht beachtet habe, aber auch unwissentlich nicht beachtet habe und wissentlich, muss ich sagen, durch Mediziner falsch behandelt wurde und nur wenige Mediziner den Mut haben, dass anzugehen und anders zu machen, zu denen ich Gott sei Dank dann gekommen bin. Ja, was kommt danach? Kochen, also wie gesagt, geht nichts mehr, außer mit Wasser kochen, das heißt dämpfen hauptsächlich, wenn das Kochgeschirr richtig ist. Wenn allerdings da ein
vertrauensvolles Gemüse gekocht wird und es dann doch nicht das Vertrauen verdient hat, habe ich Pech gehabt. Auch diese Dämpfe hauen mich um, bin ich ein, zwei Tage, ja, gealtert sichtbar und auch mit Schmerz und Einschränkung behaftet. Dann kommt der Nachmittag. Das heißt, ich gehe meistens raus mit den Hunden in den Garten, wenn es denn möglich ist, wenn nicht gespritzt wird und alles andere wie am Morgen auch. Alles muss bedacht und beschaut werden, muss gut überlegt sein. Bin ich denn draußen? Bin ich gerne in meiner Erde mit den Händen und bearbeite sie? Geht aber nur ganz, ganz kurz, weil der Körper ja schneller altert, ist klar, wenn er nicht mehr alles zur Verfügung hat und zusätzlich noch belastet wird, altert man schneller, nicht nur äußerlich sichtbar, sondern auch innerlich. Viele von uns werden keine 60, das ist also auch schon mal gang und gäbe. Ja, was ist dann zu sagen? Die Erde, solange nicht gespritzt wurde vom Nachbarn, ist auch alles nutzbar. Ansonsten ist es reines Hobby, weil so wie gespritzt wird, logisch, in der Erde hängt alles drin. Nicht alles kann ich essen. Manche meiner Familienmitglieder, die enzymatisch noch okay sind, können das. Ich kann es leider nicht, habe aber Spaß an der Arbeit. Meine Hunde reagieren mittlerweile schon genauso wie ich. Wie gesagt, die Ärztin sagt, das ist mein zweites Hobby, meine Zwergpudelchen, die mein Ein und Alles sind. Singen geht leider nicht mehr so, wie ich das möchte. Die Stimme fehlt, die Luft fehlt, das Alter kommt dazu. Bei Auftritten war es so, dass Rauchstoffe und auch die Lichter sind ja sehr warm und die Kunststoffe, die Kabel, alles bei mir auslösend war, sodass ich auch das aufgeben musste. Literatur, Lesen, Tanzen, leider auch das nicht mehr möglich. Lesen, fragt ihr euch, warum? Erstens mal Internet, Wiederausgasungen, zusätzlich die Strahlung und der Elektrosmog, leider nur noch dosiert. Auch wie jetzt die Filmerei dosiert, wenn es gut geht, ganz viel machen, ganz viel raus. Ansonsten Sendepause, das ist deswegen, weil es eben einfach nicht geht. Und man in der Zeit, wo es geht, übervoll ist. Genauso auch mein Reden ist leider so. Genauso schon gesteuert, auch da schon einiges kaputt. Ich versuche es umzusetzen, anders zu machen, Stopp zu finden, Punkt zu finden, aber auch da ist schon vieles nervlich angegriffen, kaputt und ich versuche das anders auf die Reihe zu bekommen. Lesen, warum nicht lesen? Beste Beispiel: Blödzeitungen oder welche Zeitungen auch immer oder Bücher müssen alt und abgestanden sein, das heißt ausgegast sein, möglichst dann auch noch was drüber gelegt, das heißt Plexiglas zum Beispiel geht oder Glas geht, weil es geht zwar mal schnell ein Sudoku machen, aber schon beim Kreuzworträtsel, was ich liebte, spätestens sind die Ausgasungen des Papiers, das heißt Karton, Papier ist ja überall Formaldehyd drinne, zusätzlich natürlich noch die Druckerschwärze, also die Stoffe daraus. Jo, das ist auch nicht mehr in dem Sinne möglich oder in der Länge und Intensität möglich, wie ich das möchte. Also auch da wenig Möglichkeiten. Was bleibt übrig zum Schluss? Ja Gott, der Garten hatte ich schon gesagt. Fahrradfahren geht nicht mehr. Die Kräfte eben, die Muskeln, die schwinden, die Nerven, die schwinden. Das Isoliertsein, das Zwangsisoliertsein kommt dann dazu. Die Beduftung oder Begasung oder was an den Blumen und Kräutern draußen so hängt und was da auf mich zukommt, das ist für euch alles überhaupt gar nichts, aber für uns als Betroffene leider, leider auch so, dass es erstmal schön ist, durch so ein tolles Rapsfeld zu fahren, aber spätestens einmal kurz anhalten oder ein, zwei Stunden später in der Langzeitwirkung ist dieser schöne Tag genossen und ein Highlight für mich. Allerdings muss ich dann sagen, dass ich ein, zwei Tage völlig kaputt bin. Die Schmerzen überhand nehmen und ich dann sehr rar meistens bin und nichts mehr kann. Nervliche Dinge auch passieren, das heißt, die Nerven nicht nur angegriffen werden, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, falsche Schaltung habe, sondern natürlich dann auch das Loch kommt, das heißt, die Depression kommt, die angetriggert wird dadurch, angeschmissen wird dadurch
Und ja, und das große Weinen beginnt. Warum? Warum wird das so beschnitten und warum sieht keiner, was da mit uns gemacht wird? Und warum sieht keiner, dass wir immer mehr werden und was dann so als Karussell losgeht, aus dem ich Gott sei Dank noch rauskomme? Gut, waschen geht genauso, ob es nun Wäsche ist, der Körper ist. Keine Duftstoffe, möglichst keine Chemikalien, so wenig wie möglich, möglichst alles natürlich. Da gibt es noch ein, zwei Mittelchen, die man nehmen kann, die keine Duftstoffe haben dürfen, aber die eben doch noch künstliche Ingredienzchen hat. Ja, wie gesagt, es ist sehr, sehr reduziert, oftmals sehr, sehr teuer oder sehr schwer dran zu kommen, wird auch meistens aus dem Produkt von normalen Geschäften rausgenommen. Und man findet es immer schwerer. Auch da gibt es natürliche Methoden von früher mit Pottasche, Kastanienmehl und so weiter, Wiesenschaumkraut, wo man Schaum oder Seife oder was auch immer irgendwie hinbekommt. Waschen geht Salz, baden geht Salz. Bei mir, bei anderen eben auch das schon gar nicht mehr. Wasser ist klar, sind immer Rückstände drin. Da kann die Kläranlage tun und machen, was sie will. Auch die haben Toleranzgrenzen. Auch dort gibt es Antibiotikumrückstände oder aber Bleibelastungen, Pestizidbelastungen. Das wird meistens nicht offenbart in den Zeitungen oder es steht sogar klein bei uns unten drunter. Pestizide und Medikamente werden nicht gemessen. Da es unter der Toleranzgrenze liegt und das Phosphate zum Beispiel total grell. Schwimmbad geht gar nicht. Chlorgase, ganz schlimm, machen uns ganz kaputt. Medikamente sowieso nicht. Geht nur auf Ausprobieren, kleinste Mengen, gucken, was passt nicht. Unverträglichkeiten, die schon bekannt sind, Allergien, die schon bekannt sind. Enzyme, die tot sind, die müssen da beachtet werden. Das ist dann noch nebenbei die Sache. Puh, ja, ins Bett gehen geht manchmal auch nicht so einfach. Man muss sehen, dass die Matratzen stimmen. Da darf die Matratze nicht behandelt sein und das ist sehr, sehr schwer. Sie muss die richtige Härte haben, weil ja Knochen, Sehnen, alles mal schmerzt, überdimensional, mal überhaupt nicht zu spüren ist. Also auch das ist ganz komisch. Es kommt und geht und dann immer im Extrem. Da hat mir, ja, jetzt mache ich doch mal Werbung, das dänische Bettenlager sehr weitergeholfen. Die haben für mich hier in Warburg geforscht. Und zwar ehrlich geforscht, nicht nur was abgedruckt ist. Und zwar ehrlich geforscht, welche Matratzen für mich am wenigsten mit Schadstoffen, beziehungsweise heißt ja nicht Schadstoffen, es heißt ja in dem Moment Anti-Schimmel und Anti-Insekten und. Das hört sich ja erstmal alles toll an. Aber zum Beispiel Wasserbett, da sind Weichmacher, damit das Plastik weich bleibt. Da sind Algenmittel drin, damit das Wasser sauber bleibt. Das geht gar nicht. Diese Ausgasungen, die dann minimalst rauskommen, sind einfach nicht machbar. Jo, das ist das Bett. Die Federn, Anhaftungen, Staub. Staub ist belastet von außen, von innen, von irgendwas. All das muss bedacht werden, gefiltert werden, aufgepasst werden. Hört sich alles sehr schlimm an. Dann kommt die Nacht. Sind die Nerven, ist mein Körper alles so geschützt, dass man zur Ruhe kommen kann? Oder läuft da oben ein Film ab, den man nicht abstellen kann oder Depression? Und zusätzlich kommt noch, bin erschöpft, bin voller Schmerzen, kann ich schlafen, oftmals auch ohne Schmerz, so aufgedreht, aber völlig müde und erschöpft der Körper, aber eben künstlich durch irgendwelche Dinge, die es ausgelöst hat, hormonmäßig so aufgeputscht, als hätte ich mindestens 10 Tassen Kaffee getrunken mit Koffein oder einen Ingwer am Nachmittag getrunken, was ich vormittags sehr gerne tue. Ingwer in gelöst, damit ich wacher bin und mir keinen Schadstoff durch Kaffee einfache und der Ingwer eben auch bio-unbelastet mir besorge, beziehungsweise ich demnächst jetzt auch selbst habe im Anbau. Ja, selbst ist die Frau, ist der Mann, ist die Familie, das ist ganz groß angesagt.
Schlaflosigkeit gibt es viel bei uns Betroffenen, löst sich ab mit absoluten Schlaftagen. Schlafen bedeutet aber nicht erholen, sondern bedeutet nur, alles ist so in Mitleidenschaft gezogen, dass nur noch Erschöpfung da ist. Alles ist schwer, der Löffel allein ist schwer, alles tut weh. Also das könnt ihr euch vielleicht in etwa vorstellen. Wenn ihr 3 Tage durchgetrunken habt, habt einen dicken Kater, habt dazu noch eine Grippe und wie man sich dann fühlt und muss dann auf Hochleistung gehen, dann wisst ihr, wie schnell man zusammenklappt, was überhaupt irgendwo wehtun kann und ja, was dann auch manchmal ausfällt. Bei uns fällt halt sehr, sehr viel dann aus, sei es die Organe oder die Muskeln, die Nerven, die Hohoho, der Kopf, egal was. Ja, das ist das Leben eines Vergiftungsfolgeerkrankten, den man gern in die Schublade der Kranken schiebt, um da psychisch oder arbeitstechnisch oder versicherungstechnisch was in Leitlinien zu packen, wo wir einfach nicht reinpassen. Und deswegen ist es einfach, uns dann überall rauszuziehen. Wir sind nicht faul. Meine Persönlichkeit ist so gestrickt, dass alles, was ich kann, versuche ich schützend. Alles, was ich kann, kräftemäßig und energiemäßig, gebe ich da rein, weiß ich, dass ich mich verausgabe, tue ich aber gerne. Also auch ein Tänzchen auf der Kirmes mit Duftstoffen und Freude und Rauch und vielleicht noch Plastikplane ist nicht in Ordnung, auch nicht mit Maske in Ordnung. Da kommt trotzdem noch genug durch, aber ich tue es, werde dafür noch beschimpft, dass ich mich ja so gut bewegen kann und mir geht es doch so gut, ist mir aber egal, weil die schlechten Tage möchte keiner mit mir tauschen und sieht auch kaum jemand, was dann wirklich mit hier abgeht und was mit mir dann los ist und wie ich dann eigentlich gar nicht mehr funktioniere. Und von daher, das lasse ich mir nicht nehmen und das nehme ich mir sogar gerne. Und da geht es da rein, daraus, was andere denken oder sagen. Die sollten erstmal meine Schuhe anziehen. Ich glaube, nach einer Woche würden sie freiwillig flüchten und würden mir Applaus klatschen, wenn ich Dinge tue, zu denen ich einfach Spaß habe. Ja, Macken haben wir alle, das hören wir immer wieder. Toleranz ist auch so ein Ding, was man oft fordert, aber seltenst bereit ist, wenn man mal sich den Spiegel vorhält, bei anderen anzunehmen. Da packe ich an meine eigene Nase, sehe das aber auch bei allen anderen, die Freund und Feind sind. Das ist ein schwieriger Alltag. Jawohl, das stimmt, aber trotzdem, ich habe den Mut nicht verloren und möchte ihn weitergeben. Ich bin überfordernd vielleicht, überfrachtend vielleicht. Aber es gibt den Ausknopf und das alles jetzt nur auf Anfrage und das habe ich jetzt geleistet. Wer Fragen hat, fragt mich. Wer keine Fragen mehr hat, der lässt es. Und ja, ich glaube, ich hoffe, ich habe meinen Alltag beschrieben. Der sieht jeden Tag gleich aus. Fast immer. Aber ich mache was ganz Verrücktes und darauf freue ich mich. Reggae-Nacht. Von nachts bis morgens. Ich weiß, ich werde eine Woche tot sein. Aber bin ich das nicht vielleicht morgen sowieso? Und das werde ich tun. Und wenn ich nach einer Stunde weggehen muss, ist das so. Aber ich habe es versucht und ich freue mich tierisch drauf. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns in Münster. Am 28.05. übrigens. Da werde ich sein. Und vielleicht auch ein paar Leutchen. Mit mir dort? Ja, keine Ahnung. Ist auch alles egal. Es ist wirklich egal, weil es klingt egoistisch, wenn ich sage, mir ist alles egal, mir ist alles wurscht. Macht ihr einfach, weil ich meine das nicht böse. Es ist so. Es kann morgen vorbei sein. Da kommt ein großer Arsch und scheißt uns alle zu. War früher immer mein Spruch. Vielleicht ist er schon da. Oh. Deswegen mache ich jetzt aus. Und mit den Worten von Mann spricht Deutsch sage ich, Leute, habt ihr kein Leben? Nehmt euch ein Leben. Ich habe es schon mal gesagt, das ist für mich der klügste und beste Spruch, den es gibt. Macht es wie ich,
als Hobby, aus Spaß oder wenn euch mal nichts anderes übrig bleibt. Aber ansonsten gibt es so viele Möglichkeiten. Ihr seid vielleicht noch nicht so beschnitten wie ich und habt die Flügel noch nicht abgestutzt. Und wenn, dann ändert genau das. Werdet frei. Freiwillig frei. In diesem Sinne, auf Wiedersehen, alles Liebe und Gute und ich nutze jetzt meinen Tag. Bye bye. Übrigens, das ist nicht egoistisch. In meinen Tag gehören trotzdem noch sehr, sehr viele Menschen. Ciao.